Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch, wieder aus dem Grill Special. Heute machen wir eine Senf-Grill-Marinade. So, dafür haben wir zwei Senf, so ein Rotisserie-Senf aus Frankreich, so ein grobkörniger und ein normaler mittelscharfer Senf. Machen wir etwas Öl schon hinzu. Da, einen halben Teelöffel Salz. Ein bisschen Kräuter der Provence, aber wirklich nur so ein ganz klein bisschen. Zack. Halben Teelöffel groben Pfeffer, halben Teelöffel Knoblauch. Wenn ihr keinen Knoblauch mögt, lasst ihn natürlich weg, kein Thema. Halben Teelöffel Zwiebeln. So, schön verrühren. Dann haben wir hier unseren Schweinesteak, in dem Fall ein Kotelett. Geht natürlich auch mit Schweinefilet oder mit Nacken. Wie ihr es mögt, ne? Pinseln wir schön kräftig ein. Guck mal, sieht sehr gut aus. Alles, was mit Senf mariniert ist, müsst ihr auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Grillen. Nicht so hohe Temperaturen. Ich persönlich empfehle sowieso beim Grillen lieber langsamere Temperaturen. Etwas höher das Grillrost halten. Dafür etwas länger garen. Das Fleisch wird einfach zarter dadurch. So, wenn das schön eingepinselt ist, lege ich noch als besonderen Tipp drauf, ein schönes Estragonblatt. Ihr könnt auch gemahlenen Estragon nehmen, aber der frische ist einfach leckerer. Damit mariniert ihr das schön, mindestens 2 Stunden, am besten 24 Stunden. Geht auch 2 Tage, geht auch mal, ne, wenn ihr euer Fleisch von Freitags abends einlegt, für Sonntags mittags, ist auch völlig in Ordnung. Beim Estragon natürlich vorm Grillen, Estragonblatt wieder runter und kurz vom Gar werden, so die letzte halbe Minute, da packt ihr es wieder drauf. Ja, das war's. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr unter Fragen @derbiokoch eine Frage an mich stellen oder folgt mir bei Twitter unter @derbiokoch.